Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Andrea von Stempel & Co. Und ich zeige euch heute, wie ihr mit dem Oceanfront und am Horizont eine Trauerkarte machen könnt. Ich brauche nämlich dringend eine und dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit. Ihr könnt mit dem Stempelset hier ganz tolle Hintergründe gestalten. Ich habe hier einfach mal so ein kleines Muster, aber ich zeige euch jetzt, wie schnell und einfach das wirklich zu machen ist. Ich lege die zur Seite und habe auch schon mir eine Grundkarte in Grundweiß zugeschnitten in 21 x 14,8 bei 10,5 in der Mitte gefalzt und einen Aufleger. Der ist um 2 cm jede Seite kleiner, sprich 8,5 x 12,8. Was ich hierfür auf jeden Fall verwende, ist die Stempel- und Perforiermatte, weil man da einfach die Hintergründe schöner gestalten kann oder besser abstempeln kann. Ich habe mir auch schon ein paar Farben zurechtgelegt. Ich schiebe es mal rein, aber ich zeige es euch einzeln. Ich fange an mit dem Himmel, den ich in Babyblau stempel. Falls ich ein bisschen leise bin heute, ich bin noch nicht ganz so auf der Höhe, aber ich wollte euch trotzdem mal wieder mitnehmen. Also einmal Babyblau. Und jetzt schaue ich, dass ich ziemlich mittig da hier bin auf dem Blatt und stempel ab. Und gerade bei den flächigen Stempeln ist es super, wenn ihr einfach die Unterlage unterlegt, weil man vom Druck her ist es weicher und es stempelt dann einfach besser ab. Das wäre Nummer 1. Das heißt, ich mache das gleich wieder zu und lege es zur Seite. Das Wasser stempel ich in Abendblau. Was gucken wir mal? Also die Stempelabdrücke werden mit der Matte viel, viel besser als ohne. Nur so am Rande, wer sie noch nicht hat, ich werde euch unten drunter in die Infobox auf jeden Fall die Beschreibung dazu setzen, die Artikelnummer. Den Sand mache ich in Savanne. Und ich stempel das Ganze zweimal. Also ich hole mir nochmal Farbe und tue es ein bisschen versetzt. Und jetzt könntet ihr sogar, ohne Neufarbe aufzunehmen, nochmal nachstempeln. Dann haben wir so einen ganz leichten Schatten bloß noch. Das mache ich zu und hier haben wir so kleine Pünktchen in dem Set enthalten. Die stempel ich in Wildleder, diese Sandkörnchen sozusagen. Einfach ein Ticken dunkler. So. Dann haben wir nämlich schon alles aufgestempelt. Und dann habe ich mir aus dem Horizont einen Zaun ausgekurbelt. Den werde ich hier noch so aufsetzen. Und habe mir, brauche ich schnell einen Acrylblock, auch aus dem Set am Horizont in stillen Gedenken ausgekurbelt. Ausgekurbelt, den Stempel natürlich geholt. So, und jetzt hole ich mir noch Anthrazit und stempel mir den Spruch unten gleich mit auf. Und dann kann ich meinen Zaun aufbringen, dass ich sehe, wo er einfach am besten hinpasst. Also ich stempel es jetzt ziemlich, soweit es geht, am Rand unten und versuche auch gerade zu sein. Und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig, da ich mir die Aufkleber nicht aufklebe, aber es passt. Genau. Und jetzt lege ich mir hier oben den Zaun noch mit auf. Ich finde einfach, der Hintergrund passt super mit dem Zaun, den Weg und dieser Horizont, diese Tiefe. Ich finde, es passt perfekt.
einfach ein bisschen übers Falzbein ziehen, dass wir hier ein bisschen an Schwung kriegen. Und dann hole ich mir meine Dimensionals und schneide mir hier von dem Rand außen einfach so einen Rand, so einen ganz dünnen Streifen ab. Und den kann ich mir jetzt nämlich auf der Rückseite hier, kann ich den gut verarbeiten. Den schneide ich mir wirklich einfach nur in so Stücke. Und jetzt brauche ich aber meine Pinzette, wenn das Garn so dünn ist, zum Auflegen. So, die verteilt ihr euch jetzt einfach auf diesen Zaun, damit wir ein bisschen die Höhe kriegen. Vorne werde ich mit Flüssigkleber kleben, dass es mir praktisch auf der Karte auch noch anklebt und ich den Bogen habe. So. Das sollte so reichen. Das heißt, ich ziehe sie mir hier ab. Und holen wir noch mal den Flüssigkleber dazu. Und den mache ich hier am letzten Stück. Und klebe es mir jetzt auf. So, schön aufpassen, dass es mit eurem Spruch unten passt. An den Rand. Und jetzt schiebe ich das praktisch noch ein bisschen so dagegen. Und hier wird es plan geklebt. Das heißt, hier habe ich ja noch die Höhe von den Dimensionals. Und das Ganze kommt jetzt dann mit Flüssigkleber auf meine Grundkarte. Und ihr könnt es auch noch mit Dimensionals aufkleben, aber ich fand es jetzt plan aufgeklebt, hat es mir gereicht. So, der Zaun ist fest. Ich falze es mir und ziehe es mit dem Falzbein nach. Also ihr seht, ganz schlicht und einfach und es ist wirklich ganz schnell gemacht. Also diese Vor allem dieses Set kann ich euch wirklich nur empfehlen, weil man echt ganz viel damit gestalten kann. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick hier gefallen. Lasst mir gerne ein Herzchen und einen Kommentar da und wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen, bis bald. Ciao.